So, heute stelle ich euch meine Umkehrung, meine Schlafkanzel noch mal vor. Mittlerweile bin ich fast fertig. Also wir haben hier einmal einen Salzleckstein hier eingeschnitten, dass das Salz rauslaufen kann. Ist halt dann gutes Lockmittel für Rotwild, Reh, Hase und so weiter. Dann hier habe ich hier was ganz Komisches gebaut. Ich hoffe, man sieht's. Da hängt eine Schnur dran. Da werde ich im Winter Heu dranhängen, auch als Kiermittel. Hier unten haben wir eine kleine Kiertrommel mit Mais drin. Wobei ich aber dann im Winter, im Herbst dann mein großes Dreibein hier aufstellen werde. Das war praktisch. Dann mit dem Kierautomaten, der schmeißt dann ein bis zweimal am Tag Futter raus. Und das ist dann, braucht man nicht immer mit der Hand streuen, ist dann super für die Schwarzwildjagd. Ist wie gesagt, wenn man im Hochsitz drin sitzt, rechts gelegen. Jetzt kommen wir hier mittig vor der Kanzel. Da vorne ist die Mäuseburg, habe ich schon in dem Video erklärt. Strohball rein, Getreide. Und dann siedeln sich dort Mäuse, Ratten und so ein Zeug an und das lockt natürlich Füchse, Marder und sowas dann an. Was habe ich hier vorne gemacht? Das ist ein sogenannter Luderplatz, das machen sie in Osteuropa gern, die Methode, die ich jetzt hier mache. Das heißt, ich umrahme das Ganze mit Stein. Hier in der Mitte, da wo man auch dieses Seil sieht, muss ich auch dann mal gegen den Draht austauschen, wie praktisch die Reste vom Ausnehmen vom Reh reingepackt. Knochen, Schädel, Eingeweide, die kommen alle da rein, werden dann hier entweder mit diesem flachen Stein bedeckt oder man bindet sie nochmal mit Draht an. Das Ganze ist jetzt, ich schwenke einmal rüber, so knappe 20, 25 Meter von der Kanzel weg. Das heißt, ich werde dann hier entweder mit einem leichten Kaliber oder mit Schrot Raubwild bejagen. Hier, wie gesagt, ist der Platz, wo ich einmal Buchenholzteer verstrichen habe. Das ist dann, das ist jetzt im Licht ein bisschen schwierig. Hier sieht man so den Rand entlang. Das ist dann praktisch zum Reiben, dass dann Schwarz-, Rotwild und Rehwild sich Parasiten und so weiter rausreiben können. Riecht halt sehr gut und lockt deshalb die Tiere an. Hier oben, wenn man sieht, nochmal so 10 Meter weg, habe ich auch schon welchen verstrichen und der ist auch recht gut angenommen worden. Man sieht es daran, dass hier am Baum, also schon viel Erde weggerieben ist. Das heißt, das Raubwild reibt sich dran. Und wenn man jetzt hier mal schaut, hier sieht man super, richtig schön Haufen Haare. Ne? Wildschwein. Hier muss ich also unbedingt noch mal nacharbeiten. Das heißt also, ich habe hier schon Schwarzwildkontakt, das ist schon mal gut. Das hier ist so meine Grünfläche, das ist eine Rückegasse, die geht bis hier ganz oben. Da habe ich dann sozusagen mein Grünzeug. Wenn man jetzt hier mal ein bisschen schaut, geh mal weg von hier aus. Das sind nur so ein paar Apfeltresterreste. Die muss ich, da werde ich dann auch immer mit Apfeltreste füttern. Hier ist meine zweite Salzlecke. Sieht man auch hier wieder gut weggeschart. Ich hätte auch einen Bock geplätzt, mal schauen. Gucken. Genau, das ist also ganz links von meinem Hochsitz. Das ist jetzt also der Hochsitz. Hier geht die erste Leiter, das ist sozusagen der erste Stock. Da sieht man auch schon hier so die weißen Eimer. Da lagere ich dann das ganze Futter, Heu und Stroh und sowas. Hier oben ist dann die Kanzel, die muss ich aber noch winterfest machen. Wird innen drin mit der Folie verkleidet. Jetzt bin ich praktisch in der Schlafkanzel drin. Hier ist eine relativ große Fläche, dass man auch ein bisschen liegen und schlafen kann. Setze ich mich jetzt einfach mal hin. Fangen wir mit hier oben an. Das sind wie gesagt die knappe 50, 60 Meter. Das ist die erste Salzlecke, wo dann auch Stroh und der Kierautomat hinkommt. Der Wind kommt ja hauptsächlich von oben runter. Das heißt, da müsste ich ganz gut im Wind stehen, wenn ich da oben ankiere und auch hoffen, dass sie auch von da kommen.
Dann gehen wir praktisch einmal mittig. So. Hier, wie gesagt, 25 Meter, einmal Mäuseburg, einmal Luderplatz hier unten. Das ist genau mittig vom Hochsitz, wie gesagt, 20, 25 Meter. Dann kommt hier links die Grünfläche. Und dann noch mal ganz links die Salzlecke. Was ich noch vergessen habe, sind die Mahlbäume. Die sind von hier relativ schwer einsehbar. Wie gesagt, bei der Körperpflege möchte ich jetzt auch kein Tier schießen. Aber hier sieht man zum Beispiel einen. Das ist der, wo die Wildschweinhaare dran waren. Ein Stückchen runter. Das müsste der hier sein. Da ist auch nochmal Buchenholztier dran. Ja. Soweit bin ich fertig. Hat jetzt einige Wochen und Wochenende und Tage gedauert, bis ich das Ding jetzt so hatte, einigermaßen wie ich wollte. Jetzt freue ich mich schon fast, darf ich gar nicht laut sagen, auf den Winter, auf den Herbst, dass praktisch dann alles wildfrei ist, geschossen werden kann. Und dann auch die Raubwildbejagung losgeht, dass ich mir vielleicht ein paar schöne Pelze holen kann. Bis dann, macht es gut, euer Waldläufer.